Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu Kenshin Impact. Richtig. Heute weiterhin Questen. Hol die Rechnungen. Landa macht sich große Sorgen, weil er die Warenverzeichnisse für ein wichtiges Geschäft verloren hat. Wir sollen 3 Rechnungen sogar holen. Eine haben wir sogar bereit. Woher auch immer, aber Ja, dann würde ich sagen, gehen wir von da darüber oder von hier dahin. Aber das ist oben, ne? Also ist es besser hier und dann da hoch. Ja, ne? Und von dort aus in die andere Rechnung, dann haben wir alle Rechnungen. Siehst du, ab und zu questen wir. Wir haben schon eine Rechnung. Das ist euch immer nie bewusst. Egal. Oh ja. So hoch ist das, glaube ich, auch gar nicht. Hallo, guten Tag. Ich bin die Neue. Ich wollte mich mal vorstellen. Aua. Aua, was ist hier los? Hi. So, da müssen wir jetzt hoch. Zack. Und heilen muss ich mich auch. Wir sind alle schon wieder so gut wie tot. Hobelinchen ist ja eigentlich schon quasi tot. Scheinheilig. Nein, das ist doch nicht... Ja, ich habe losgelassen, aber er sollte eigentlich direkt hier wieder... Okay. Oh. Nicht runter. Hoch. 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 Super. Fein. Hier ist ein Keks. So, Leute. Gerichtsvollzieher vor der Tür. Sieht so aus, als brächte das nichts. Entschuldigung, hast du zufällig eine Schachtel hier rumliegen sehen? Eine Schachtel? Ja, ich habe sogar eine aufgehoben. Ich habe sie geöffnet und hineingesehen. Ein großer Stapel mit Papieren lag darin. Sah nach ein ziemlich großes Geschäft aus. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel der Besitzer der Schachtel bereit sein muss zu zahlen, um sie wiederzubekommen. Was soll das heißen? Ah, jetzt guckt er nicht so angespannt. War doch bloß ein Scherz. Der Wert dieser Papiere ist nicht gerade niedrig. Ich wüsste nur zu gern, wer der Empfänger dieser Waren in Lyö ist. Mir ist die prekäre Lage durchaus bewusst, aber für alles gibt es einen richtigen Zeitpunkt. Ich werde nicht unnötig hart zuschlagen. Findet ihr aber nicht auch, dass man mir etwas für meine Mühen geben sollte, wo ich doch so gut auf die Schachtel aufgepasst habe? Lass uns den traditionellen Weg des Güteraustauschs beschreiten. Das wird das Problem lösen. Ihr sucht mir 3 Stücke Nachtjaden und ich gebe euch im Austausch diese Schachtel zurück. Verglichen mit den Beträgen in diesen Verzeichnissen ist die Jade ja gar nichts. Ja, sicher doch. Dann macht euch mal schnell auf die Suche. Wenn ihr die Nachtjade habt, beginnen wir den Austausch. Habe ich. Kann ich nicht die Schachtel hier einfach klauen? Boing. Oder hier. Auch nichts. Hier hinterm Haus. Aha. Wieder mal eine Kiste gefunden. Und der Scotts-Besitzer. Hahaha. Daneben, daneben. Ja, rennen ins Feuer auch, Mann. Einfach ausgetreten. Ausgepustet vorher. Ich hab dich gesehen da auf der Seite. Ja, spielst du jetzt Verstecken mit mir oder was? So, habt ihr die Nachtjade gefunden? Ja, klar, hier, bitteschön. Davon haben wir nicht mal viele, wa? Nicht schlecht, diese Nachtjade ist akzeptabel. Ich nehme sie euch ab. Hier sind eure Papiere. Nehmt schnell die Verzeichnisse. Euer Auftraggeber muss sich bestimmt bereits Sorgen drum machen. Rechnung haben wir.
Da haben wir die Schachtel mit dem Warenverzeichnis. Hier war das. Hier ist nichts, ne? Interessantes mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur nächsten Rechnung. Nachdem wir diese Eier eingesammelt haben. Und die beiden gehauen haben. Ich hänge fest, ich hänge im Topf. Ich hänge im Topf. Kugelrund und ungenießbar. Steht da. Während man ein Schwein sieht. Mhm. Auffällig. Ein Schwein, kugelrund und ungenießbar. Nein, jetzt nicht. Aua. Komm, geh doch da runter. Oh nein. Oh nö. Ja. Ich brenne. Und nehm mein Loot. Mein Loot ist da unten. Vor allem, was sollen denn immer diese Mini-Quest eigentlich? Kriegen wir dafür Ansehenspunkte? Na gut. Müssen da ja eh hin. Bam, 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 bam. Vor allem, warum schicken die immer eine Anfrage, während ich gerade immer am Kämpfen bin? Na, Schwein. Wofür war das Geo-Siegel eigentlich nochmal? Weiß ich auch gar nicht mehr. Also wir können damit in der Stadt einkaufen, klar, beim Andenkenhändler. War das auch alles? Für mehr war das nicht gut, ne? Hier noch ein Pferdeschwanz. Immer schön die Augen offen halten, man weiß ja nie... Nee, das ist alles schon aktiviert. Man weiß ja nie, was man hier noch so findet. Normalerweise hätte ich die jetzt verhauen. Aber wir haben alle so wenig Leben. So wenig Leben. Ich habe es echt schwer. Da ist eine Geo-Echse. Würde ich auch am liebsten hauen. Chung, 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 chung. Wir nähern uns aber irgendwie das Ende vom Spiel, ne? Also nicht das Ende, sondern wir nähern uns den Hauptquest. Hauptquest könnt ihr so von Anfang an machen. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt schon alles andere gemacht haben, ist eine Höhle. Dadurch, dass wir alles andere gemacht haben, bleibt uns ja nur noch die Hauptquest. Bam. Dankeschön. Aha, liegt hier etwa... Das muss die Schachtel sein, genau da haben wir die Warenverzeichnisse. Ach, wir mussten hier rein, achso, okay. Sprich mit Landa. Und Landa ist wo? Oh, da fehlt noch eine Seele. Guck mal. Hier fehlt eine Seele. Wieso fehlt denn hier noch eine Seele? Und wieso haben wir die noch nicht? Und wo finden wir die? Hier im Baum? Obwohl wir hier schon waren, war keine Seele gefunden. Mag ich ja gar nicht glauben. Da würde ich ja sagen, warten wir am besten, bis es Nacht ist. Dann sieht man die Seele besser.
Klick, klock, klick, klock, klick, klock. Ganz schön zerruft die Gegend, ne? Wenn man sich das so alles mal so anguckt. Boing, boing, boing. So. Seelchen, wo bist du? Also weit kann sie ja nicht sein. Die fliegt dann nicht über den halben Kontinent. Hör ich sie? Nee, ne? Und hier war sie ja auch nicht drin. Guck trotzdem nochmal, ob die hier oben irgendwo hing. Wo man einfach nur nicht hingeguckt hat. Ist ja auch manchmal so, dass man nicht überall hinguckt. Okay, hier nicht. Ja, dann kann ich mir eigentlich nur noch vorstellen, höchstens da oben auf dem Baum, dass sie dann hier so rüber geflogen kommt. Aber das ist auch wirklich maximale Reichweite dann. Dafür müssen wir an der Geoechse vorbei. Oder da. Dass er bewacht. Nee, hier ist nichts. So, ist in dir eine Seele gewesen? Ja. Ja? Hier vielleicht? Nee. Und hier so hinterm Berg? Höchstens noch? Nee, hier ist auch keine Seele. Hä? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo haben wir sie denn? Wo mag sie sein? Das kleine Seelchen. Oh, haben wir da noch drei Geos? Da müssen noch drei Geos aktiviert werden. Okay, hier ist auch keine Seele. Gibt's ja nicht. Da soll sie hin. Aber von wo kommt sie denn angeflogen? Auch nix. Was war da? Achso. Ist das eine Seele? Die fliegt auch nicht wirklich. Hat 50 Kilometer. Fliegt sie jetzt echt da ganz hin? Klau dir deine Sachen, ne? Ein Gast, guten Tag. Mein Vater ist heute nicht da. Bitte ruh dich doch aus und leg die Füße hoch. Was machst du denn da? Ich? Ich passe nur auf den Teestand auf. Mein Vater ist heute krank. Ja, Corona. Eigentlich wollte ich ja mit Meng Meng spielen gehen, aber ich bin ja jetzt schon groß und muss meinem Vater helfen. So ist das nun mal. Als Erwachsener hat man viele Verpflichtungen. Ist dein Papa zu Hause? Ich so? Ist jo? Papa, bist du da? Lass mal hier alles durchsuchen. Hier auch nochmal. Also dieses Ding ist gerade mega verdächtig. Ha! Jo, voll daneben. Und die nächste Kiste haben wir. Ja,
Oh, der ist auch weg. Und jetzt können wir rennen mit weniger Ausdauer, ne? Macht das fast Boom? Du bist Papa? Ah, Reisende. Benötigst du irgendwelche Altgegenstände? Egal, was du brauchst, solange es sich um Waren des täglichen Bedarfs handelt, kann ich dir mit allem dienen. Bekommst du auch Artefakte? Bekommst du magische legendäre Waffen? Entschuldigung, nein, sowas verkaufen wir nicht. Es ist nicht ungewöhnlich für Reisende, ein Dolch oder ein kleines Messer zum Selbstschutz bei sich zu tragen, aber eine magische Waffe? Bist du wirklich nur auf einer gewöhnlichen Reise? Hast du nicht gesagt, du hättest alles? Ja, aber so etwas als Alltagsgegenstand zu bezeichnen, geht etwas über meinen Warenstand hinaus. Ich verkaufe nur Dinge, die häufig von Reisenden benutzt werden. Auf was für Reisende befindest du dich denn? Wie ich schon dachte, dein Firmenschild ist eine Täuschung. Ich kann mein Firmenschild nicht deinetwegen verlieren. Warte, brauchst du etwas zu essen? Es ist egal. Wer du bist, sicher hast du einige Wünsche. Hier, nimm diese maskulierte Fleischröhrchen, dann siehst du das blablabla. Das war das Essen, was ich mitgebracht hatte. Es gibt nur eins davon und es ist umsonst. Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Boing. Hi. Kommen wieder diese ganzen Einergelder an. Und hier brauchen wir Geo. Wir haben natürlich jetzt kein Geo, aber können ja mal eben die Truppe ändern. So ist das ja nicht. Wir haben ja Geo. Wir sind ja nicht ganz geolos. Wir haben nämlich nur L. Gott sei Dank. Boing. 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 Oha, die müssen alle an sein. Oh ja, schnell. So. Unsere Waffe ist ja Geo. Noch. Jetzt nicht mehr. Das haben wir nochmal rechtzeitig realisiert. Gott, jai, jang. Gott, jai, jang. Jo, wo haben wir Yang Fei? Da. Was ist hier los? Ist ja ein Problem? Ne? Okay. Doch, gibt's anscheinend auch. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Ich möchte nämlich die Seele nach Hause bringen. Los, Seele. Ab nach Hause. Und jetzt kommen wir an den Geo-Echsen vorbei, ne? Den kann ich dann schon mal anschießen. Komm mal, easy machen wir den alleine. Hallo, du Mann. Was machen die denn hier? So. Mein ganzes Team ist tot. Nice! Keiner! Danke für die Truhe! Wir werden immer irgendwo irgendwas finden. Ist ja nicht normal hier. Wie viel wir immer finden. Obwohl wir schon überall waren. Wir waren ja eigentlich schon überall. Wenn du mich fragen würdest, wo warst du noch nicht, könnte ich dir das nicht beantworten. Guck mal, das sieht aus wie ein Gesicht da hinten, ne? Das da. Da ist das Auge. Da ist die Mund. Das ist Mund. Warte, ich mit dem Punkt mache ich das. Das ist Mund, Nase und Auge. Ding, dang, ding.
Ding dong dong. Ding dong ding. So, müssen wir hier nicht auch noch irgendwie den Fahrstuhl oder Brücke oder irgendwie sowas reparieren? War da nicht irgendwie was? Ding, 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 ding. Oh. Yang Fei sagt, ich kann hier was einsammeln. Und da drüben. Und da drüben. Na gut, dass wir sie im Team haben. Und da hinten. Und da. Und das war's. Laut Yang Fei haben wir jetzt hier alles. Haben wir das hier schon gemacht? Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich sie mal eben wiederbelebt. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Hui, hui. Und noch mehr Kisten. Aua. Runtergefallen. Liegt meine Ware hier oben noch? Da auch noch. Und da auch noch. Wenn ich aufpasse, fliegen dir eigentlich die Sachen weg, du. Also wir fliegen so oder so weg, aber du musst schnell zugreifen. Darfst nicht runterfallen. Da war noch irgendwas. Irgendwas Verdächtiges. Wassergeplätscher. Was Verdächtiges. Lach verdächtig. So, was geht jetzt hier ab? So, Fahrstuhl, ich komme. Das war, glaube ich, die Quest gewesen, mit dem Fahrstuhl fahren. Aber wir haben ja jetzt gerade eine andere am Laufen. Ja, oh. Lando. Was geht ab? Ich habe gar nichts gemacht. So, und was macht er jetzt? Er rennt ja jetzt weg und weg. Der hat keinen Bock auf mich. Komm mal, mit dem müssen wir reden. Habt ihr meine Warenverzeichnisse gefunden? Jo, wir haben sie alle gefunden. Oh, hab vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin so froh, dass nichts passiert ist. Mein Chef wäre bestimmt aus der Haut gefahren, hätte ich diese Verzeichnisse verloren. Wollt ihr nicht fragen, welche Art von Geschäften ich mit diesen Waren abgeschlossen habe? Es tut mir sehr leid, aber kann ich euch wirklich nicht verraten. Das ist ein Handelsgeheimnis. Das ist eure Belohnung. Moment mal, diese Schachtel, die wurde ja bereits geöffnet. Ihr habt einen Fremden getroffen und ihn die Schachtel öffnen lassen? Nein, nein, es ist alles aus. Ich muss es dem Chef sagen, keine Sorge. Ich verdächtige euch nicht nach all dem, was ihr getan habt für mich. Ich muss einen Weg finden, meinen Chef zu kontaktieren. Ihr habt da, ihr da. Ihr könnt euch jetzt wieder euren Geschäften widmen. Boing, Vertrag abgeschlossen. So, dann reden wir mal mit dem. Wieder 30.000 eingesnackt. Die Treppe sollte lieber schnellstmöglichst repariert werden. Bist du der Verwalter hier? Ganz richtig. Das bin ich. Gibt es ein Problem? Jemand von ganz unten hat uns ein Paket nur für dich mitgegeben. Ja, das muss ein Geschenk von meinen Geschäftsreisenden sein. Wieso hat Sheng Qiang es denn nicht selbst hochgebracht? Er hat noch Waren abzuholen. Wahrscheinlich war er einfach nur zu faul, den Weg nach oben zu gehen. Ihr seid meine verehrten Kunden. Verzeiht die Unannehmlichkeiten. Die Treppe hätte zu keiner unpassenden Zeit kaputt gehen können. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Wirklich so unpassend. Und dann lässt man euch noch dieses Paket hier hochschleppen. Hier, nimmt diese Belohnung als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Das war ursprünglich für Cheng Qiang vorgesehen. Aber nachdem er euch das Paket hat liefern lassen, solltet ihr euch auch seine Belohnung bekommen.
Nun denn, begebe mich wieder zu den Treppenarbeiten. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Sucht mich auf, solltet ihr einen Wunsch haben. Dilli. $4,000 nur. Na gut, war ja auch nur mit dem Fahrstuhl fahren, ne? Waren wir da schon überall? Was sagen denn die Prozente so? 75. Da geht also noch was. 90 ist schon eine ordentliche Summe. 75, also hier geht auch noch ordentlich was. 74. Ja, hier unten sind wir auch irgendwie selten, ne? So in diesem Bereich. 77. Was gibt's denn hier noch viel zu holen? 100. Da waren wir richtig gut. 97%. Wir haben fast alles auf dem Drachengrad. Freu mich. 91. 86. Hier gibt's auch noch eine Menge. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und 90. Oh Mann, ich bin doch schon so gut. Und trotzdem irgendwie so schlecht. Na gut, nächste Quest. Oh, wir haben auch nur noch eine. Oh. Gib Herrn Chu das süße Huhn. 800 Meter. Da. Da müssen wir eigentlich auch noch rein, ne? Das haben wir auch bisher noch nicht ein einziges Mal geschafft. Oh Gott. Schade. Aber wir hätten uns rein können, warte mal. Heile mich! Ich würde gerne mal auf der Karte sehen, wo zum Beispiel Kisten sind. Das wäre doch eine Sache, oder? Ist das jetzt was Wichtiges, was hier drauf ist, oder einfach nur wieder Gedöns? Bestimmt nur eine Münze oder so. Kurz warten. Der Berg ist ein bisschen höher. Wenn ich jetzt hier für ein Ei habe. Oh, wow. Haben wir hier eigentlich alles abgeschickt? Also ich meine, wir waren hier überall schon so leicht. Zum Beispiel das Gedöns waren wir zwar, waren hier aber die Gegend auch nur ein einziges Mal, um ehrlich zu sein. Wir haben das hier nur einmal nur besucht. Da unten das Haus ist ein verdächtiges Haus. Das ist wahrscheinlich das einzige Haus, wo wir schon 50 Mal waren. Ich höre ganz viele Vögel. Haben wir da alles? Ja, weil ich glaube, wir haben so spät erst angefangen zu markieren, ne? Sieht alles so fremd hier aus. Da ist eine Seele. Da ist eine Seele. Da oben ist die abgestürzte Stadt. Ich muss die Seele holen. Sonst vergessen wir das. Mal wieder. Und die will da bestimmt hin. Ich weiß genau, wo du hin willst. Warum? Oh, hi. Weg mit euch. Bin nochmal weg. Ciao. Aber für die ist Wind ganz gut, ne?
Ja, weil wir das ausblasen, ne? Ich glaube, Animo ist, glaube ich, der Konter von Feuer, oder? Hier, friss! Kolla, kolla. So, wo ist meine Seele? Seele, ich komme! Jetzt hier wieder hoch. Bin da. Boing. Dankeschön. Happy New Year. Aber das musste ich mal eben machen. Wenn wir die Seele sehen, dann müssen wir auch direkt die Kiste holen. Was leuchtet da? Ach, nur Geosiegel. So, von hier aus sollen wir hoch. Haben wir hier irgendwas? Aha. Hier müssen wir Geo einsetzen. Ich setze das mal hier hin. Geo oder eine zweite Person. Vielleicht haben wir das schon gemacht, ich weiß es nicht, aber ich packe das da trotzdem mal hin. Sowas wäre auch gut, wenn man das nicht mal machen könnte. So, einmal gemobbt. Chakataka, lass mich doch mal hier ein bisschen mich umgucken. Da zum Beispiel. Und da. So, mal eben das hier und während das brennt. Mal eben von den Enkelkennern das Spielzeug kaputt machen. Okay. Dann noch die Kiste hier. Auch wenn da nur zwei Sachen drin waren. Egal. Haben wir hier noch was? Oh, sieht sonst gut aus. Guck mal, da ist Bluffy. Das ist so ein Buffy-Abklatsch. Oh, hallo, was gibt es denn? Ach, Quatsch, meine Schicht läuft ja noch. Was kann ich für dich tun, lieber Gast? Und dann los. Ach, ich war nur geistig abwesend. Kein Grund zur Beunruhigung. Ehrlich gesagt gibt es für mich noch einen anderen Grund, hier zu arbeiten. Ich sehne mich nach einer romantischen Begegnung, wovon man in Büchern liest. Die holde Mark, versteht sie, brannte mit einem hübschen und aufführerischen jungen Mann durch. Am Ufer des Bichu-Fluss gaben sie sich das Versprechen. Für immer. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Geschäft nicht leuchtet. Oder ich einfach nur Pech habe. Mir würde sowas wohl nie passieren. Vielleicht sollte ich diese Träume einfach aufgeben und jemanden aus meinem Bekanntenkreis heiraten. Es gibt sicher nichts, ewig auf sein Glück zu warten. Du bist ja zurück. Hast du das Gericht gefunden? Jo, habe ich. Wundervoll. Das sehe ich mir mal an. Haben wir nicht gefunden. Ich muss es erst kochen. Okay, was sollen wir kochen? Was? Okay, erstmal anzünden. Süßes Huhn sollen wir, glaube ich, machen, ne? Wo haben wir da das süße Huhn? Das hier? Haben wir davon zurzeit 0? 0. So. Zubereiten. Barbara! Perfekten Zubereitung, wahrscheinlich könnte doppelten Ertrag. Das ist eigentlich egal.
So, ich glaube, das wollte er haben, ne? Ja. Ja, bitte schön. Ah, genau das ist es. Ah, vielen Dank, Reisender. Nimm dies als Dankeschön. Auftrag abgeschlossen. Und wir kriegen ein dickes, neues Rezept. Da. Bing. Jetzt können wir auch mal ein bisschen kochen. Folge ist ja jetzt quasi eh um. Das war übrigens unsere letzte Quest. Wir haben jetzt noch das mit den Säulen. Aber dafür müssen wir ja die Geo-Siegel einsammeln. Die Geo-Okulussen. Um die Dinger zu kriegen. Dann haben wir nur noch den Legendenauftrag. Und dann die Hauptquest. Geil. Guck mal, Akt 1, ne? So, deswegen kochen wir jetzt mal. Hier können wir noch Sachen einsammeln. Zack. So, was haben wir denn? Hier fehlen uns immer noch 3. Was ist das denn? Hey, warte mal. Was fehlt denn uns da? Was sind das für Dinger? Ich komme da nicht hin. So lila Tulpen. Da fehlt uns das. Aber das ist ja egal. So, davon brauchen wir auch noch welche. Das können wir noch nicht perfekt. Zack. Können wir das 8-mal machen? Müsste knapp werden, glaube ich. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da fällt schon wieder Schinken oder so. Bing. Was kriegen wir eigentlich? 2-fachen Ertrag. 3-mal noch. Das war's. Nein, was fehlt uns? Schinken. Okay, da müssen wir 9 Schinken machen. Ding. So. Okay, weiter geht's. Das kommt auch. Ding. Ding. Obwohl das eigentlich... Doch, einmal können wir. Fertig. Ich will einfach alles perfekt haben. Deswegen will ich das alles haben. Auch wenn wir die gar nicht mehr kochen oder sonst irgendwas. Okay. Und das, was wir nicht kochen können, ja, das fehlt uns noch. Was fehlt uns hier? Schinken. Was fehlt uns hier? Nix. Was fehlt uns hier? Fleisch. Ja, haben wir ja jetzt keins mehr. Und hier fehlen uns irgendwelche komischen Dinger. Und Schinken. Ganz viel Schinken. Schinken und Fleisch fehlt uns. Na, ein Fleisch könnten wir noch machen. Na gut. Achso, und dann möchte ich jetzt gerne Heilung. Heilung zubereiten. Und zwar doppelt oder doppelt. Ja, dann mache ich automatisch. Wie viel heilt uns das? Warte mal. Das heilt uns 30-34%. Und das? Auch. Ne, das ist 30. Das ist weniger. Okay, dann würde ich sagen, Weltfrieden. Let's go, ne? Davon können wir auch, haben wir auch richtig viele von. Automatisch alle. Machen einfach alle. Alle 26. Und wow, 2 zusätzlich nur. So, das ist das gewesen. Dann vielleicht noch so Sekundendinger. Die nächsten 30 Sekunden. So Pilzer. Ebenfalls sie wieder. Machen wir auch alle. So, dann haben wir jetzt erstmal 50 Heilung. Einmal Instant-Heilung und einmal... Gut, nochmal 3 zusätzlich. Und Wiederbelebung. Dafür brauchen wir so komische Krebsroggen. Ah, dafür brauchen wir die... Okay. Und Tofu, oder was das ist. Aber es muss ja auch nicht so ein dickes sein. Wir können ja auch das hier nehmen. Muss ja nicht, oder? Das ist Fleisch. Oder Fisch. Oder Eier. Eier reichen, ganz ehrlich, oder? Warte. Und wir kriegen etwas Besonderes. Nö, wir machen hier. So. Und machen 99 Stück.
99 Belebungen. Das ist wie so eine schwache Phönixfeder einfach nur. So. Stell mal vor, das müsste man jetzt einzeln machen. Und 17 zusätzlich. Siehste, Wiederbelebung haben wir genug jetzt. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge heute mal ein bisschen früher. Damit wir in der nächsten Folge... Na, guck mal, sind das nicht die, die wir brauchen? Ja, das sind die Glasglöckchen. Das ist auch noch eine. Finden wir hier also, wa? Ob wir da oben schon waren? Ah, ich wollte ja noch in die Sphäre, ja. Das können wir eigentlich noch eben machen, oder? Probieren wir noch eben die Sphäre aus. Als Abschluss. Als krönenden Abschluss. In der Hoffnung, dass hier die ganze Zeit immer so ein Oculus aufblinkt. Oh. Können abschießen. Nächste Kiste. Na komm. Jawohl, danke für die nächste Kiste. Ob es da reingeht? In den Wasserfall? Ich werde jetzt nicht nachgucken gehen. Und jetzt wäre das der, weiß? Da kommt man wahrscheinlich jetzt rein. Der einzige Wasserfall, wo ich jetzt nicht nachgucken. Da kommt man rein. So, wolltest du denn nicht die Fähre machen? Sphäre? Ja, aber hier war gerade so eine verdächtige Einkolbung. Guck mal da. Vielen Dank. Noch eine Kiste. Und der Scotch-Besitzer hat ihm wieder irgendwas erzählt. Hier haben wir eigentlich safe bestimmt noch viel, viel mehr Sachen. Aber hier haben wir, uns auch wirklich absolut noch nicht. Tut mir leid, Schwein, aber ich brauche dein Fleisch. Wir brauchen Schinken. Es tut mir leid. Warum wird sowas hier angezeigt? Was noch? Das denke ich, oder was? Das ist so unnötig. Was war das denn für ein Step-Tanz? Jetzt mach die Sphäre. Ja, warte hin. Was krabbelt da rum? Ein Krebs. Krebse, Krebse. Aber da beam ich mich eben rüber. So, also ich weiß, beim letzten Mal haben wir es nicht geschafft. Als wir hier waren. Und wir würden einen Schlüssel kriegen. Hier auch. Ach, das waren die Götter. Die Götter. Eigentlich müssen wir beide machen, ne? Aber da ist unsere Truppe viel zu niedrig. Ja, mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Ich meine, jetzt haben wir auch ein paar Level mehr, ne? Es sind die Götter. Hauen wir den auf den Arsch jetzt. Hi. Jetzt wissen wir ja, dass wir mit Überladung hier ordentlich Schaden machen und so. Oha. Uiuiui. Was?
Autsch. Die sind immer noch stark. Immer noch sind sie stark. Gut. Alter. Und dabei mache ich schon Überladung, ne? Das wird ihr immer noch nicht schaffen, das ist ja heftig, ne? Okay. Okay. Achso, wir leben noch. Jetzt nicht mehr. So, abbrechen. Wir werden das schon eines Tages schaffen. Eines Tages werden wir das schaffen. Ich geh mich jetzt heilen. Und dann soll es das gewesen sein für heute. Ja. Ach da. Können wir uns hier irgendwo hinsetzen? Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wo man sich eigentlich immer hinsetzen kann. Manche Sachen sehen so nach aus, also manche Steine kann man sich so hinsetzen, irgendwelche Aussichten genießen. So, warte mal. Oh nein, nicht getroffen. Ich treffe nicht. Ich bin zu doof. Oh, da oben. Geologus. Den muss ich noch eben holen. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, ja. Die Folge machst du heute früher fertig, ne? Ja, hab ich doch gesagt. Heute machen wir früher Schluss. Ja, ja. Kann man eigentlich auch. Wir gehen den ganz normalen Weg, warte mal. Hier über die Treppen. Da ist noch eine Seele. Och, leck mich doch. Da ist noch eine Kiste. Wer ist der? Guiman oder was stand da? Guiman? Gayman. Er ist der Gayman. Erzähl mir nichts, er ist der Gayman. The Gay Man. Dum, 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 dum. The Gay Man. Jutta. Bin oben. Nein, da komme ich gar nicht ran, oder? Ja. Vielleicht von hier? Probleme beim Besteigen? Hey. So. Jawohl. Oh, wir haben endlich mal wieder einen Geokolos gefunden. Und dann haben wir da drüben jetzt noch. Was ist das hier für ein Berg? Ein interessanter Berg auf jeden Fall. Isogo? Oder wieso? Und wo war die Seele? Da hinten irgendwo, ne? Auf dem Baum. Und da unten kann man noch die Statuen kaputt hauen. Was die Kenner aufgestellt haben. Das muss ich leider noch machen. Und vergesse ich das bis zur nächsten Folge. Kein Problem. Aber hey, wir haben alle Weltenquests erledigt. Bis auf die eine halt, die noch nicht geht. Aber alle, die gehen, Hammer. Und wo willst du hin? Da. Ich sehe schon. Ja, los, ja. Yep. Und mit diesem einen Okulus kamen wir ja jetzt auch Dingsen näher, ne?
Die letzte Weltenquest kam ja auch näher damit. Ich weiß gar nicht, wie viele Oculus uns jetzt noch fehlt. Ich glaube, so 12 oder so. Ungefähr. Wo die sich rumtreiben sollen, das weiß ich auch nicht. 12 Stück, das ist... Weißt du, so 12 Stück bedeutet irgendwie so, wenn ich das jetzt auf ein Gebiet eingrenzen soll, würde ich sagen, hier. Das heißt, hier eigentlich überall sind auch Oculusse und die müssten wir da eigentlich alle sehen und finden und... Verstehe ich nicht, warum wir so wenige davon noch sehen. Wir müssen eigentlich mal einmal so komplett überall rumlaufen. Den kompletten Hauptweg einfach mal langlaufen. Den kompletten Hauptweg. Einfach mal hier so die Hauptwege langlatschen. Oder? Gerade auf den Hauptweg. Ja, guck mal hier. Vielen Dank. Also ich kann mir auch noch vorstellen, dass hier oben noch Oculusse sind, ne? Da oben. Auf dieser fliegenden... Guck mal, das Eichhörnchen sitzt da ganz friedlich und schaut sich das Schiff an. Ich tu dir nichts, keine Sorge. Du warst so friedlich. Da ist noch eine Kiste. Hier auch. Zum. Nächste. Zum. Ja, was habe ich denn hier? Habe ich jetzt da aus Versehen Eichhörnchen getötet? Ist schon wieder irgendwas runtergekollert. Ich hoffe nicht. Doch, da. Nee, ein Eichhörnchen rutscht da rum. Voll am Abrutschen. Haben wir hier noch was? Nee, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Was war das? Ein Storch. Okay, alles klar. So, Schluss. Aus. Vorbei. Ich wollte die Folge jetzt kürzer machen, jetzt sind wir schon wieder bei 52 Minuten. Und 3 Stück können wir abgeben. Boing, 11 Stück sind das noch, die fehlen. Für den letzten Rückblendestein. Nur noch. So, aber ich will halt ausmachen bei einer schönen Aussicht. Das heißt, von da oben. Joch. Eigentlich möchte ich da gerne hoch. Waren wir da eigentlich schon mal? Ach, weißt du was? Das machen wir jetzt noch. Da oben ist die bessere Aussicht zum Auslocken. Weil mehr mache ich denn jetzt auch heute nicht mehr. Das ist die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Schließlich haben wir alle Quests erledigt. Also, wir haben unser Ziel erreicht. Und nächste... Aufnahme-Session machen wir dann die Legenden-Quest. Dum, 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 dum. Ob man von hier aus zur fliegenden Insel kommt, die scheint mir so nah zu sein. Wo ist sie? Ah, so nah ist sie vielleicht auch nicht. Ob wir hier oben auch noch vielleicht einen Oculus finden? Ich glaube nicht, dass wir uns schon die Mühe gemacht haben, hier hoch zu gehen, oder? Jetzt da hoch. Ja, das will ich wenigstens noch geschafft haben. Ich habe jetzt übrigens auch Genshin Impact Wallpaper Hintergründe am... an allen 4 Monitoren. Ich habe... Oh nein. Scheiße. Shit. Okay, gut.
vier verschiedene Monitore. Also ich habe jetzt vier Monitore und alle vier haben verschiedene Wallpaper von Genshin Impact. Finde ich einfach nur geil. Richtig schöne Bilder. So, jetzt sind wir aber oben. Das ist ein ordentlicher Weg, ne? Da könnte man sich noch ausruhen. Dann brauche ich nicht immer warten. Nee, hier kann man sich nicht ausruhen. Okay, schnell höher. Ja, so gut. Dann muss ich nicht immer warten, bis wir voll sind. Tiangberg. Okay, der Berg hat sogar einen Namen, wa? Schön. Schön. Ob man da von hier aus zur Insel fliegen kann? Da, ein Geog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 
da kann ich mich jetzt dann ganz gemütlich hinsetzen. Und die Folge beenden. Und die Aufnahmesession beenden. Lasst mir doch mal ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jo, vielen Dank. Sehr nett von dir. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Oder? Was sagst du? Haust rein. Bis dann. Tschüss.